Ja, ich werde jetzt kurz darüber reden, was Collabora als Firma hinter LibreOffice macht und wie unser Produkt hilft, sowohl die Community weiterzubringen, als auch dann eventuell ihr Produkt. So, Collabora ist ein Mittelstandsunternehmen in UK. Wir haben ungefähr 80 Angestellte, sind seit 8 Jahren im Open-Source-Bereich tätig. Wir sind mehr oder weniger das führende Open-Source-Consulting-Unternehmen, das es gibt. In Linux-Kernel, in Wayland, X-Server, aber auch in LibreOffice. Und wir haben 9 der Top 20 Entwickler. Alle unsere Entwickler sind zertifiziert von der Stiftung und sind führend in der Entwicklung, auch in der Community. So, unsere Mission ist, oder die Firmenmission ist, Open Source den Standard in allen Industriebereichen zu machen. Speziell unsere Abteilung dann LibreOffice als Open Source Office Suite durchzusetzen. So, was tun wir für unsere Kunden? Sowohl ein paar Beispiele aus dem Consulting als auch aus dem Produktbereich. Ein Auftrag war, LibreOffice soll große Tabellen schneller laden als Excel. Es wurde dann über Tage analysiert und das Endresultat ist, dass wir jetzt in 4 Sekunden die Beispieltabellen laden. Anstelle Referenz waren 7 Sekunden und die alte Version 4.1 in 40 Sekunden. Michael und Matusch werden darüber noch einen Vortrag halten. Ja, hier das Ganze mal im Diagramm. Große Tabellen mit OpenCL auf der Grafikkarte ausrechnen, war dann ein weiterer Teil davon. 30 bis 500-fache Verbesserung für große Tabellen. 3D-Modelle aus den Kronos Collada-Dateien importieren und in Impress anzeigen. 3D-Diagramme, das wird in der nächsten Version dann drin sein. Verbesserungen für die Interoperabilität, so weiter. Andere Plattform, Android, ein Android-Viewer, ist aktuell unter Entwicklung. Produkt, wir liefern sowohl für Windows, Linux als auch für Mac die gleiche Version aus. Dann der LibreOffice vom Collabora, wir liefern MSP-Patches aus, so dass man inkrementell updaten kann. Wir supporten für mindestens 3 Jahre und man kann jederzeit dann Bugfixes oder sowas dazu nehmen. Wir haben Partner sowohl außerhalb Europas als auch innerhalb Europas und wir normalerweise das ganze Projekt oder unser Produkt wird über Partner vertrieben. Das heißt, man hat lokalen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert und der sich dann um die Kommunikation mit Collabora kümmert. Das heißt, man spricht mehr oder weniger mit dem Partner in seiner Sprache und er kümmert sich dann um die Kommunikation mit uns auf Englisch oder, falls notwendig ist, haben wir ja zum Beispiel auch in vielen Sprachen einen Ansprechpartner in der Firma. So, wir haben auch viele Partner in Europa, aktuellen Partner, auch innerhalb von Deutschland, ich glaube sogar einen in der Schweiz. Ein Beispiel daraus ist diese Verbesserung, der alte Import Turing ML. Ja, in der neuen Version, ich glaube 4.3, sieht es dann so aus. Ja, ein Schwerpunkt ist generell Verbesserungen für den Import. Was tun wir auch für die Community? Also alle unsere Patches landen im Endeffekt in den Community-Versionen und bringen damit auch die Community weiter. Das heißt,
alles, was unsere Kunden mehr oder weniger beauftragen, endet auch für jeden anderen am Schluss in normalen Versionen. Das Einzige ist halt in den stabilen Versionen, die gibt es nicht für die Community, weil die halt länger supportet werden. Qualität ist ein ganz wichtiges Thema, vor allem für Kunden. Wir schauen mit zusätzlichen Unit-Tests, dass Regressions nicht in Kundeninstallationen rutschen. Seit 4.1 haben wir jetzt 550 zusätzliche Tests hinzugefügt. Wir haben ein großes System, wo wir 55.000 Dokumente regelmäßig testen, validieren und sicherstellen, dass wir nicht crashen, dass die generierten Dokumente valide sind. So, die Schlussfolgerung, LibreOffice ist gut. Alles, was mehr oder weniger von Kunden kommt, davon profitiert auch am Schluss die Community. Das Ganze ist auch nur möglich durch die Community und durch unser Team. Danke.